trotz aller Investitionen und Bewusstsein, es gibt immer mehr Cyberangriffe. Das heißt, das, was wir bis jetzt gemacht haben, reicht nicht. Also muss ich genauso denken wie der Angreifer. Und ihr müsst versuchen herauszufinden, was ist denn passiert, was ist zu Bruch gegangen, wurden Daten geklaut und was muss ich tun, um das Ganze einzudämmen und die Systeme wieder zum Laufen zu bringen. Einbruch in ein Computernetzwerk. Gut nur, dass dies eine Simulation ist auf einer der weltweit führenden Plattformen dafür im Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie. Vorbereitet ist auch eine üble Erpressung. Wir haben aus öffentlichen Quellen recherchiert, wer ist die Person, die dort für IT-Sicherheit zuständig ist und wo finden wir jemanden, der vielleicht nicht so versiert sein könnte, weil er eher in einer IT-fremden Abteilung arbeitet, haben dann eine E-Mail erstellt und dort den Namen dieser IT-Sicherheitsverantwortlichen Person als Absender hinterlegt. Dieser Absender war gespooft, also gewissermaßen gefälscht. Und die nicht versierte Person, die die Mail bekommen hat, für die war das okay, mein IT-Sicherheitsverantwortlicher bittet mich, hier eine Anti-Phishing-Software zu installieren. Für die Person sah das erst einmal gut aus, die ist darauf dann auch hereingefallen und hat entsprechend uns dann Zugriff auf die Konten gegeben. Ausspionieren, stehlen und erpressen. Cyberkriminalität ist das Lebensthema der israelischen Professorin Haya Schulmann. Sie lehrt Informatik an der Frankfurter Goethe-Universität, ist Abteilungsleiterin des Fraunhofer-Instituts. Angriffsspuren sind ihr Lern- und Lehrinhalt. Auf der anderen Seite bauen wir Infrastruktur auf und teilweise haben wir auch aufgebaut, die wir kontrollieren, die uns gehört. Und wir mieten Angriffe im Darknet gegen uns. Sozusagen, wir beauftragen Angriffe gegen unsere Infrastruktur, sodass sie uns angreifen. Dadurch lernen wir, welche Infrastruktur verwenden die Kriminelle, um Angriffe durchzuführen. Dann können wir super effizient Listen erzeugen und an Organisationen verteilen, sodass sie diese IP-Adressen blockieren. Und dadurch können wir auch sehen, ob es neue Methoden gibt, die Kriminelle verwenden. Dieser Beruf ist sehr natürlich spannend. Man muss immer dagegen denken, was kann schiefgehen. Ja, es gibt Berufe, in denen man denkt, wie etwas funktioniert. Und bei uns muss man immer denken, was kann schiefgehen. Es ist prinzipiell, würde ich sagen, wie Schachspielen. Nur, dass man jedes Mal neue Regeln ausdenken kann. Im Angriffsszenario jedenfalls ist die Zielperson in die Falle getappt. Sie hat nicht daran gedacht, was schiefgehen könnte. Sie hat der Anweisung in einer fingierten Mail vertraut. Erst einmal konnten wir die Dateien verschlüsseln, sodass sie nicht mehr zur Verfügung standen und dann ein entsprechendes Lösegeld in Form von einem Bitcoin verlangen, jetzt im fiktiven Beispiel, um die Daten wieder herauszugeben. Natürlich stehen die Daten auch uns als Angreifer zur Verfügung. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse dieser Firma auch entsprechend nutzen. Und die zweite Sache war, wir hatten natürlich das Mailkonto der Person zur Verfügung. Das heißt, wir konnten jetzt als diese Person wieder Kontakte der Person angreifen. Verbrechen, das um sich greift, blitzschnell, rund um die Welt. Und dafür braucht es nicht einmal Spezialisten. Jeder könnte angreifen. Es gibt Angriffe, die man für $5, $10 mieten kann. Zum Beispiel, wenn Sie Ihren Boss nicht mögen und Sie wollen Angriff gegen ihn, Denial of Service, gegen seine persönliche E-Mail, solche Sachen würden in Darknet verkauft. Mit wissenschaftlicher Akribie bringt sie mit ihrem Team Licht in das Cyberdunkel. Was uns interessiert ist, welche Kompromittierungen es gibt. Also wir machen Monitoren im Darknet, zu sehen, was wird geleakt. Wir sehen zum Beispiel irgendwelche Datenbank mit Passwörtern von einer Organisation. Manchmal wissen wir von Angriff oder Kompromittierung noch vor dem Opfer. Und jeder kann Opfer werden, weil wir fast immer und an jedem Ort einen Computer dabei haben. Und dann hatten wir einen Angriff auf ein Handy simuliert und dort auch das komplette Gerät übernommen, also die Möglichkeit, dort GPS-Daten abzufragen, Fotos mit der Kamera zu machen, Audio aufzunehmen oder eben auch das Gerät zu sperren. Und jetzt? Es ist wie in einem Schachspiel. Den Gegner studieren, vorausdenken, möglichst viele Züge voraus und sich so positionieren, dass von Anbeginn die Abwehr nahezu undurchdringlich organisiert ist.
Wir führen Sicherheitstests durch. Am liebsten ist es uns natürlich, wenn jemand bereits vor der ursprünglichen Entwicklung kommt mit seinem Konzept. Wir uns dann anschauen, welche Angreifer könnten Interesse an dem System haben, auf welche Daten oder Prozesse könnten die es abgesehen haben. Daraus können wir dann Sicherheitsanforderungen an das System ableiten. Das heißt, je früher jemand zu uns kommt und Sicherheit in den Prozess integrieren lässt, desto billiger ist das am Ende und desto sicherer ist dann auch das Endergebnis. Eigentlich am Ende, Cyberangriffe kosten uns viel mehr, als wenn man jetzt in Cybersicherheit investiert. Man muss ambitionierter werden. Das heißt, wir müssen, um unsere Wirtschaft oder Politik oder verschiedene Sektoren kritischer Infrastrukturen zu beschützen, brauchen wir neue Sicherheitskonzepte. Und das schnell.